Auf der Webseite der Giordano Bruno Stiftung bzw. des Instituts für Weltanschauungsrecht läuft ein sogenannter Verfassungsbruch-Ticker. Am 14. August 2019 auf 100 Jahre stellte. 100 Jahre Verfassungsbruch. Darauf zielte auch die diesjährige Buskampagne der Giordano Bruno Stiftung. Schluss machen jetzt. Demnach besteht der Verfassungsbruch darin, dass das Gebot der weltanschaulichen Neutralität des Staates seit 1919 massiv missachtet wird. Wie lange wird der Ticker noch laufen? Wenn es nach Jacqueline Neumann geht, hoffentlich nicht mehr lange. Gemeinsam mit anderen Herausgebern hat sie im Nomos Verlag eine Buchreihe initiiert, Schriften zum Weltanschauungsrecht, in der in diesem Jahr auch der erste Band erschienen ist. Er heißt Aktuelle Entwicklungen im Weltanschauungsrecht. Jacqueline Neumann ist Verwaltungsjuristin und Mitglied im Direktorium des Instituts für Weltanschauungsrecht, das sie auch mit begründet hat. Sie ist angereist aus dem für uns hier so fernen Oberursel. Wunderschön, herzlich willkommen, wir freuen uns auf Ihren Impulsvertrag. Sehr geehrter Herr Engels, sehr geehrter Herr Dr. Schöppner, sehr geehrte Frau Bär, meine Damen und Herren, Ihnen, den Organisatoren und Gästen, möchte ich recht herzlich für die Einladung und den freundlichen Empfang danken. Und natürlich für die Gelegenheit, heute hier bei der Tagung zum Thema 100 Jahre Trennung von Staat und Kirche in Deutschland, Visionen für das nächste Jahrhundert, referieren zu dürfen. Ich möchte im Rahmen meines kurzen Impulsvortrages auf zwei Fragen eingehen. Zuerst werde ich fragen, was sind eigentlich die Besonderheiten des eben schon sehr anschaulich skizzierten deutschen Religions- und Weltanschauungsrechts. Im zweiten Teil des Vortrages werde ich mich dann mit der Frage befassen, was eigentlich die gesellschaftliche Pluralisierung und Säkularisierung für das heutige Modell bedeutet. Kommen wir zum ersten Punkt. Was sind denn die Besonderheiten des geltenden Systems? Es besteht aus einem grundrechtlichen Teil und einem organisationsrechtlichen Teil. Der grundrechtliche Teil ist im Wesentlichen in Artikel 4 des Grundgesetzes garantiert. Und der organisationsrechtliche Teil, wir haben es eben schon gehört, in Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit den sogenannten Weimarer Kirchenartikeln festgeschrieben. Das System fußt, vereinfacht gesagt, letztlich auf vier Grundpfeilern. Auf dem Grundsatz der Trennung, der Neutralität, der Gleichheit und der Freiheit. Das Trennungsgebot. Es besteht keine Staatskirche. Artikel 137 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung. Die Weimarer Reichsverfassung von 1919 entstand am Scheideweg zur pluralistischen Demokratie auf der einen Seite und zur Restauration des christlichen Staates bzw. der Errichtung eines religionsfeindlichen sozialistischen Staates andererseits. Artikel 137 Absatz 1 besiegelte das Ende des landesherrlichen Kirchenregiments und die Regelung bildet den Kern des von der SPD und dem katholischen Zentrum gefundenen staatskirchenrechtlichen Kompromisses. Sozialdemokratische Politiker und Vertreter der deutschen Freidenkerbewegung hatten im Vorfeld der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung mit ihren politischen Initiativen, insbesondere im Bildungsbereich, einen wesentlichen Beitrag zur Durchsetzung der Trennung geleistet. Diese säkulare Tradition der SPD hat das Netzwerk der säkularen Sozialdemokraten übrigens aktuell auch in einem Buch aufgearbeitet, auf dessen Lektüre ich schon sehr gespannt bin. Es ist hier dargestellt. Damals wie heute ist anerkannt, dass der in dem Verbot der Staatskirche verankerte Grundsatz der Trennung von Staat und Religion sowohl eine institutionelle als auch eine vermögensrechtliche Komponente hat und eine entsprechende Trennung vorschreibt. Betrachtet man die Normen des Grundgesetzes in ihrer Gesamtheit, so überwiegen bei Weitem die Elemente der Trennung. Die Trennung ist auch der historischen Entwicklung entsprechende Hauptgrundsatz. Ausnahmen vom Trennungsgebot, ich habe sie hier aufgeführt, enthält das Grundgesetz nur an vier Stellen. Das ist einmal der Religionsunterricht, die Anstaltsseelsorge, die Berechtigung zur Erhebung von Kirchensteuern und der Schutz der Sonntage und kirchlichen Feiertage.
Herr Dr. Schöppner hat es eben auch schon erwähnt. Jenseits dieser durch die Verfassung legitimierten Kooperationsform gibt es keine Mischform von staatlicher und kirchlicher Aufgabenerledigung, keine gemeinsamen Angelegenheiten. Zusätzliche Bereichsausnahmen bedürfen einer verfassungsrechtlichen Grundlage. Und wenn es eine Zusammenarbeit gibt, die nicht verfassungsrechtlich legitimiert ist, dann ist das eben als Verstoß gegen das Gebot der prinzipiellen Trennung zu qualifizieren und dementsprechend auch abzulehnen. Der zweite Grundpfeiler ist das Neutralitätsgebot. Ich habe vielleicht etwas trockene juristische Präsentation mit ein paar ketzerischen Bildern angereicht. Ich hoffe, dass das ein bisschen zur Unterhaltung auch beiträgt. Also, das Neutralitätsgebot. Das grundsätzliche Trennungsgebot wird durch das Neutralitätsgebot bekräftigt. Und es bedeutet, dass der Staat religiös-weltanschauliche Abstinenz zu wahren hat. Die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse ist ebenso untersagt wie die Ausgrenzung oder Schlechterstellung Nichtgläubiger und Andersgläubiger. Aber religiös-weltanschauliche Neutralität bedeutet nicht Indifferenz und Laizismus im Sinne einer Ignorierung von religiösen Sachverhalten in unserem Leben und in unserer Rechtsordnung. Der Staat darf die religiös-weltanschauliche Entfaltung von Bürgern und Vereinigungen auf der Basis strikter Gleichbehandlung durchaus fördern. Insbesondere dann, wenn die Aufgabenwahrnehmung im öffentlichen Interesse liegt. Er muss es aber auch nicht. Es ist jeweils eine Entscheidung im Einzelfall zu treffen. Was nicht gefördert werden sollte, sind in jedem Fall rein innerkirchliche bzw. innerreligiöse Angelegenheiten. Der Staat hat zudem dafür Sorge zu tragen, dass keine kirchlichen Angebotsmonopole entstehen. Wenn beispielsweise im nordrhein-westfälischen Kinderbildungsgesetz geregelt ist, dass bei einem kirchlichen Kindergarten der Landeszuschuss 88% beträgt, dann darf man sich nicht wundern, warum es wenige konfessionsfreie kommunale Kindergärten gibt, denn dort ist die Bezuschussung nur in Höhe von 79% festgeschrieben. Die Gleichstellung von privaten und konfessionellen Trägern im Wohlfahrtsbereich ist längst überfällig. Gegebenenfalls muss der Staat aber auch eingreifen und dafür Sorge tragen, dass für die konfessionsfreien Bürgerinnen und Bürger hinreichend weltanschauungsneutrale Angebote zur Verfügung stehen. Das betrifft sowohl Kitas als auch Schulen, Krankenhäuser und Pflegeheime. Der dritte und der vierte Grundpfeiler sind die Grundsätze der Freiheit und Gleichheit. Zunächst zur Gleichheit. Es gilt das Gebot der formalen Gleichbehandlung von religiösen und nichtreligiösen Gemeinschaften, Artikel 137 Absatz 7 der Weimarer Reichsverfassung. Problematisch ist insofern jedoch, dass das klassische Religionsrecht der Religion selbst dienen sollte und auch mit dem Blick auf das Christentum entstanden ist. Organisationsrechtlich ist es dementsprechend auch auf die besonderen Bedürfnisse und Eigenschaften der christlichen Kirchen zugeschnitten. Dem Staat ist es aber verwehrt, von islamischen Vereinigungen oder von nichtreligiösen Weltanschauungsgemeinschaften eine Verkirchlichung zu fordern. Oft kennen die anderen Vereinigungen eben nicht diese typische Form der formellen Vereinigung, wie sie die Kirchen kennen. Und schließlich die vierte Säule, die religiöse und nichtreligiöse Weltanschauungsfreiheit. In der Gesamtschau statuiert das Grundgesetz also ein kooperatives Trennungssystem mit einem umfassenden Neutralitätsgebot. Allerdings, und auch das ist eine Besonderheit des deutschen Systems, weicht die Verfassungswirklichkeit nicht selten von den Vorgaben der Verfassung ab und werden die Vorgaben der Verfassung nicht selten verletzt. Sie sehen hier einige Beispiele, auch aus den jüngeren Diskussionen, die schon angesprochen wurden von meinem Vorredner.
ein sehr bekanntes und seit langer Zeit bestehendes Beispiel für ein Abweichen von den Vorgaben der Verfassung ist aber auch der staatliche Kirchensteuereinzug über den Arbeitgeber. Der staatliche Einzug der Kirchensteuer, das heißt der Mitgliedsbeiträge, hat keine Grundlage im Wortlaut der Verfassung. Ich habe Ihnen den Wortlaut von Artikel 137 Absatz 6 Weimarer Reichsverfassung hier dementsprechend auch noch einmal abgedruckt. Von einem Einzug durch den Staat mit Hilfe des Arbeitgebers steht dort nichts. Lassen Sie uns bei diesem konkreten Beispiel bleiben und zur zweiten Frage überleiten. Was bedeutet die gesellschaftliche Pluralisierung und Säkularisierung für das heutige Modell? Mit anderen Worten könnte man auch fragen, wollen wir die zum Teil grundgesetzwidrigen Privilegien der beiden Großkirchen auch auf andere Gemeinschaften ausweiten? Eine Ausweitung dieses hier dargestellten kirchlichen Privilegs, zum Beispiel auf Islamverbände, wäre aus meiner Sicht höchst problematisch. Denn das Recht, mit Hilfe der Finanzämter eine Moscheesteuer erheben zu dürfen, würde bedeuten, dass der Staat, der Arbeitgeber, die Verbände, gegebenenfalls auch die Religionsbehörden der Herkunftsländer erfahren, ob der Betroffene Mitglied einer Moscheegemeinde ist oder nicht, ob er Muslim ist oder ob er Atheist ist. Der Austritt aus dem Islam ist nach dem islamischen Rechtssystem jedoch ein Verbrechen, das mit der Todesstrafe bedroht wird. Ehemalige Muslime sind daher oft gezwungen, ihre religiösen Überzeugungen zu verheimlichen. Das wäre dann jedoch nicht mehr möglich. Die Lösung der dargestellten Problematik sehe ich darin, dass die Mitgliedsbeiträge aller Gemeinschaften so einzutreiben sind, wie sich das in einem säkularen Staat gehört, nämlich durch die Gemeinschaften selbst. Mit Blick auf die Säkularisierung ergeben sich weitere Probleme. Anhand einer Auswertung empirischer Daten hat die Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, FOWID, nämlich nachgewiesen, dass die staatlichen Vorgaben zur Festlegung der Kirchensteuerpflicht veraltet sind und an der heutigen Rechtswirklichkeit vorbeigehen. Die staatliche Kirchensteuerpflichtigkeit knüpft allein an die Taufe eines Säuglings an. Dann geht sie von einem automatischen Fortbestand der Mitgliedschaft auf Lebenszeit aus. Und sie lässt die tatsächlichen Entwicklungen im Leben eines Betroffenen unberücksichtigt. Sie lässt unberücksichtigt zum Beispiel die Entscheidung gegen eine Firmung oder aber gegen eine Konfirmation im Alter der Religionsmündigkeit. Vor Jahrzehnten nahmen noch fast alle der getauften Kinder an der Firmung teil. Aber heutzutage, beispielsweise im Erzbistum Köln, gehen nur noch rund 50% der Kinder, die im Säuglings- und Kleinkindalter dem Taufvorgang unterzogen wurden, auch zur Firmung. Daraus entstehen in der heutigen Rechtswirklichkeit absurde juristische Sachverhalte. Das verdeutlicht beispielsweise ein Fall, den unser Institut betreut. Es ist der Fall einer Frau, die ihr Leben lang als Konfessionsfreie lebte und mit 48 Jahren plötzlich erfuhr, dass sie als Säugling getauft wurde und nunmehr Kirchensteuern zahlen soll. Ihre Eltern waren ausgetreten, als sie ein Kleinkind war. Für sie selbst war kein Austritt im Taufbuch vermerkt. Dieser Fall unterstreicht die Notwendigkeit einer Reform des staatlichen Kirchensteuerrechts. Denn die derzeitigen staatlichen Austrittsregelungen tragen dem Willen und dem Selbstbestimmungsrecht nicht hinreichend Rechnung. Es lassen sich verschiedene Reformoptionen skizzieren, zum Beispiel eine Kirchensteuerpflicht nur bei Bejahung der Zugehörigkeit durch den Religionsmündigen, das heißt ab dem 14. Lebensjahr. Weitere Optionen habe ich zusammen mit Carsten Frerk in dem bereits erwähnten Sammelband veröffentlicht. Kommen wir schließlich zum zweiten und letzten Beispiel. Eine der größten Herausforderungen der Pluralisierung zeigt sich meines Erachtens nach beim Thema Religionsunterricht. Hier stellt sich bis heute die Frage, ob die islamischen Vereinigungen und insbesondere die Dachverbände als Religionsgemeinschaften im Sinne des Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes anerkannt werden können. Nach einer Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2005 geht es dabei um die Frage,
ob die Dachverbände über Kompetenz und Autorität verfügen im Bereich der religiösen Lehre. Und der zweite Aspekt, es geht um die Frage, ob sie die Verfassungsordnung respektieren. Würde dies bejaht werden, hätten sie einen Anspruch auf Einführung islamischen Religionsunterrichts. Die Bundesländer erproben seit ca. einem Jahrzehnt mit verschiedenen Modellen einen Islamunterricht. Dies geschieht in Form von bekenntnisorientierten Unterricht und in Form von religionskundlichen Schulversuchen und führt immer wieder zu Problemen und Rechtsstreitigkeiten. So gibt es zum Beispiel, auch das wurde schon angesprochen, Probleme hinsichtlich des Trennungsgebots mit bestimmten Vereinen, weil, so lautet der Vorwurf, sie nicht unabhängig von der türkischen Religionsbehörde seien. Lösungsversuche wie die Einführung eines beim Staat angesiedelten Beirats, so wie es in NRW beispielsweise praktiziert wird, sind aber mit Blick auf das Trennungs- und Neutralitätsgebot der Verfassung ebenfalls problematisch. Und, Sie werden das den Medien entnommen haben, ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass wenn der Staat islamischen Religionsunterricht einführt, dass er dann eben verklagt wird wegen einer Verletzung der staatlichen Neutralitätspflicht. Zuletzt in Hessen geschehen. All dies bestätigt einmal mehr, dass die politischen Bemühungen der betroffenen Landesregierung in die Irre führen. Sie führen ferner dazu, dass in Hessen die Landesregierung aufgrund des verfassungsrechtlichen Anspruchs, Religionsunterricht abhalten zu dürfen, bereits für 13 Groß- und Kleinreligionen Religionsunterricht organisieren und finanzieren muss. In Berlin laufen 8 Religionsunterrichte parallel und in NRW ebenso. Für die über 125.000 konfessionslosen Grundschüler in NRW gibt es hingegen keine Angebote. Der Versuch, humanistische Lebenskunde als Unterrichtsfach einzuführen, wurde unter Verweis auf die fehlenden Bedarfe abgelehnt. In Bayern vertreten die zuständigen Behörden meines Wissens nach sogar die Auffassung, dass das Grundgesetz nur religiösen, nicht aber nicht religiösen Weltanschauungsgemeinschaften das Recht gewährt, einen Bekenntnisunterricht anzubieten. Wie sollen wir mit diesen Herausforderungen umgehen? Meiner Auffassung nach ist eine Aufteilung der Kinder nach ihren jeweiligen Religionszugehörigkeiten und die Durchführung zahlreicher Bekenntnisunterrichte nicht erstrebenswert. Stattdessen wäre ein gemeinsamer, verpflichtender Ethikunterricht mit religionskundlichen Elementen ab der Grundschule angezeigt. Denn dann würden die Kinder miteinander statt übereinander reden. Denn alles andere vertieft nur die Separation der Schüler. Aufgabe der Schule ist die Vermittlung von Erkenntnissen und nicht von Bekenntnissen, von Aufklärung und nicht von Verklärung. Das Grundgesetz müsste hierfür nicht einmal geändert werden. Ich komme zum Schluss. Halten wir also fest, zum Umgang mit der gesellschaftlichen Säkularisierung und der Pluralisierung gibt es grundsätzlich 2 Optionen. Option 1 wäre die Ausweitung der bestehenden Privilegien auf andere Weltanschauungsgemeinschaften, zum Beispiel die Islamverbände. Allerdings ist dabei zu beachten, dass sich dadurch die Konflikte verschärfen können. Denn selbstverständlich ist es nach der Verfassung so, dass wir die Privilegien, die wir den Kirchen gewähren, auch anderen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften nicht versagen dürfen. Aber die Ausweitung der zahlreichen kirchlichen Privilegien auf alle Weltanschauungsgemeinschaften ist weder organisierbar, noch finanzierbar, noch rechtspolitisch vertretbar und würde, so unsere Auffassung, zu einer weiteren Konfessionalisierung hoheitlicher Aufgaben führen im Schul-, Bildungs- und Gesundheitswesen. Die religiösen Konflikte innerhalb der Gesellschaft würden sich dadurch noch verstärken und nicht reduzieren. In einem Staat, in dem Anhänger unterschiedlicher weltanschaulicher Überzeugung zusammenleben, kann die friedliche Koexistenz nur dann gelingen, wenn der Staat selbst Neutralität bewahrt und die für alle geltenden Normen durchsetzt. Dahinter steht eine Einsicht, die Sie vom Fußballplatz kennen. Parteiische Schiedsrichter werden ausgepfiffen. Daher kann der Staat die Rechtsordnung nur dann wirksam schützen, wenn er als neutraler
und unparteiischer Schiedsrichter auf dem Spielfeld der Religionen und Weltanschauung wahrgenommen wird. Jeder Anschein von Parteilichkeit würde den Rechtsfrieden in der Gesellschaft empfindlich stören. Die Option 2, hier dargestellt, wäre der Abbau der bestehenden kirchlich-religiösen Privilegierungen mit dem Zweck, eine Gleichberechtigung aller verfassungstreuen religiösen und nicht-religiösen weltanschaulichen Gruppierungen zu erreichen. Wichtig zu betonen ist dabei, dass es hierfür keiner grundsätzlichen Neuausrichtung des bisherigen Systems bedarf. Die vielen Probleme können vielmehr auch dadurch gelöst werden, dass wir uns auf die Verfassung und damit auch auf die Weimarer Kirchenartikel besinnen und dass wir dafür Sorge tragen, dass der Verfassungsanspruch auch Verfassungswirklichkeit wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.